wirklich mit Improvisation, was man mir nachsagt, ich würde dauernd improvisieren, das stimmt überhaupt nicht. Das hat sich irgendwie wo festgesetzt. Ich bin offen für Veränderungen, aber ich improvisiere schon lange nicht mehr. Ja. Okay. Ich würde gerne mehr improvisieren, aber das müssen mir die Schauspieler erlauben und noch weniger als die Schauspieler muss es mir der Drehplan erlauben. Und der ist bei diesen billigen Filmen, die ich mache, so eng, dass ich gar nicht viel Bewegungsfreiheit habe. Warum Liebesgeschichten? Ja, weil das Interessanteste ist im Leben, nicht eines jeden Menschen, denke ich mal. Ja? Und man hat mir mal Drehbücher angeboten, wo nur Männer drin vorkamen. Gute Drehbücher. Und ich habe gesagt, nee, kann ich nicht, interessiert mich nicht, ist keine Frau dabei. Ja, nicht. Also, Frauen interessieren mich ganz besonders, aber da wo Frauen sind, sind ja nun auch Männer, also interessieren mich dann, was zwischen den beiden passiert. Mhm. Selbst wenn ich einen Krimi drehe, ist das ein Nebenaspekt. Ja. Einer meiner Lieblingsregisseure ist Howard Hawks. Alle Frauen in den Filmen von Howard Hawks sind starke Frauen. Wenn es nach mir ginge, hätte ich nur solche Frauen wie Howard Hawks hat. Aber also, auch wenn die Frauen, die jeweilige Schauspielerin nicht ganz diese Stärke hat, versuche ich sie zumindest vom Drehbuch her schon dahin zu kriegen. Aber die Blume, dieses gelbe Blümchen, das die Laura da ins Blaue da in der Hand hat und mit dem sie dann den Vadim Klovner weckt, das war ihre Idee. Was ich wunderbar fand, weil das sehr toll zu ihrem Kleid passte. Das war ja auch so gelb gestreift. Und dass sie ihn dann mit dem Blümchen weckt, gut, das stand nicht im Drehbuch, weil im Drehbuch stand auch nichts von einer Blume. Und sie hat das also gemacht. Aber das war dem Klovner, wenn sie da aufschreit und nackt aus dem Bett rausrast, ja, dann das gelbe Blümchen nimmt und wegschmeißt. Das ist genial. Stand natürlich auch nicht im Drehbuch. Da zeigt Vadim, was für ein wunderbarer, spontaner Schauspieler er ist. Das muss man sagen, war. Okay. Und ich habe ihn erst 4 Wochen vor Drehbeginn kam jemand in meinem Team auf die Idee, obwohl ich ihn kenne, kam ich auf die Idee nicht. Ja. Wir hatten halt auch 2 andere Besetzungen, die aber dann abgesagt haben im Laufe der Zeit. Und ja, und als Vadim das Drehbuch durch meine Castingfrau, die hat es der Agentur geschickt, also ich habe ihn nicht angerufen, gekriegt hat, hat er seiner Agentin gesagt, sofort zusagen, egal was, wie viel und so. Er wollte diesen Film unbedingt drehen. Mhm. Ich denke ja, in seinem Unterbewusstsein hat er gewusst, Unterbewusstsein, dass das vielleicht seine letzte Rolle wird. Ja. Mhm. Und ja, und er war großartig. Ja. Die Dreharbeiten waren angenehm, aber der hat von den 26 Drehtagen, ich glaube 11 oder 12 Drehtage gehabt. Der hat seinen 70. Geburtstag da unten mit uns gefeiert und war entspannt und gelassen und ruhig. Es gab überhaupt keine Aufregung um ihn. Ja. Ich habe hinterher meinen Blog geschrieben, er ist durch diesen Film gegangen wie ein Heiliger. Ja, das war mein Eindruck. Ich meine, solche Gedanken muss man sich einfach machen, wenn man 73 ist und immer mehr Teile des Körpers nicht mehr so funktionieren, wie das vorher war. Sie sehen ja extrem fit aus. Während der Dreharbeiten haben wir im Making-of Interviews gemacht und da sage ich das ganz offen, als ich das Drehbuch geschrieben habe, ging es mir miserabel und ich habe an Selbstmord gedacht, ja, mhm. Ja, ja, doch, mhm. Schon. Okay. Ja. Hab, so wie das meine Art ist, Bücher darüber gekauft. Ja, ich war einfach in einer miserablen Verfassung und die
habe den Gedanken gehabt, natürlich habe ich den Gedanken gehabt, das könnte mein letzter Film sein, ja, ganz klar. Bloß kaum war ich fertig mit dem Drehbuch, hat sich mein Leben schlagartig verändert und ich habe mich frisch verliebt. Ganz, ganz wunderbar. Ich habe irgendwann mal in einer Kritik oder einem Text in einem Buch geschrieben, Filme müssten, mein idealer Film oder sowas, ging um den Film einer Regisseurin, die hier in Berlin lebt, aber der Name, der mir jetzt auch nicht einfällt, der ideale Film müsste bewirken, dass man hinterher aus dem Kino kommt und beschwingt über die Straße läuft, ja?